Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Jesus war Jude. In dieser Tradition und Religion war er beheimatet. Und das sind seine Wurzeln. Er wurde beschnitten, war mit 12 Jahren im Tempel und las die Tora. Er achtete die Gebote und die jüdische Tradition. Jesus war Jude bis zum Ende seines Lebens und ist als Jude von den Römern am Kreuz umgebracht worden. Auf der anderen Seite setzte er sich kritisch mit seiner Religion auseinander. Er forderte eine freiere Auslegung des Sabbatgebotes und der Handhabung der Verbote und Gebote mit dem Wissen, dass über allem die Liebe zu Gott und dem Mitmenschen Priorität hat. So wird Jesus von einem Schriftgelehrten gefragt, welches Gebot ist das wichtigste von allen? Jesus beantwortet die Frage und beginnt mit dem Höre Israel, der Herr ist unser Gott allein. Und dann weiter, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Willen und mit deiner ganzen Kraft. Hier wird der Gesprächspartner aufhorchen und alle, die zuhören. Das sind Worte, die alle gläubigen Juden kennen und ihren Kindern weitergeben sollen. Er fügt dann ein anderes Gebot hinzu. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Auch das aus der jüdischen Tradition. Jesus war Jude. Als ich das im Konfirmandenunterricht vor Jahren erzählt habe, erinnere ich mich noch an die Reaktion von einem Jungen, der mich ganz erstaunt anschaute. Ein anderer war sprachlos. Jetzt bringen Sie mein mühsam zusammengezimmertes Weltbild in Unordnung, Frau Meicher. Toll, dass Jugendliche sich diese Aussage anhören und nachdenken. Und dann denke ich leider noch an eine Reaktion. Lachen? Nee, mit denen hat unser Jesus nichts zu tun. Die haben ihn ja getötet. Und dann kommt mit Nachdruck ein übles Schimpfwort dazu. Diese Aussage in unserer Zeit. Leider kein Einzelfall. Antisemitismus ist wieder am Kommen, wobei er nie weg war. Und dieser Jugendliche spiegelt sein Umfeld wieder. Vielleicht ist Juden durch die Jahrhunderte hinweg angetan worden. Ausgrenzung, Verhöhnung, Hetze, immer wieder Pogrome bis hin zum menschenverachtenden und mordenden Holocaust im letzten Jahrhundert. Und heute? Traurig, dass Jüdinnen und Juden Angst haben müssen, sich mit Kippa oder Davidstern in Gegenden, in Stadtteilen öffentlich zu erkennen zu geben. Aus Angst vor gewaltsamen Übergriffen. Heute steht vor allen jüdischen Einrichtungen ein Polizeiauto. Auch in Speyer habe ich das letztens entdeckt. Traurig, dass das so ist. Gut, dass die Polizisten wachsam sind. Die Geschichte lehrt uns, dass alles mit dem beginnt, was wir sagen und verbreiten. Und wenn es wieder heißt, die Weltherrschaft des jüdischen Kapitalismus oder religiös. Die Juden haben Jesus getötet, die sind schuld, dann wachsam sein. Subtil kommen die Hetzkampagnen an die Ohren und das Gift dringt in die Herzen. Und zum Schluss sind die Juden wieder an allem schuld. So wie sie auch hier in Deutschland oder in anderen Ländern verantwortlich gemacht werden für die Politik in Israel. Klar, es gibt im Zweiten Testament, also Neuen Testament, durchaus judenfeindliche Sätze. Die gilt es im Gottesdienst zu erklären oder sich Sätze wegzulassen. Als geschichtlicher Hintergrund, hier ging es darum, dass die Christen der Anfänge zeigen wollten, dass sie sich vom Judentum abgrenzen wollten. Jesus war Jude. Ein banaler Satz. Weist er doch auf seine Wurzeln hin, die im Judentum liegen. Und schön, dass ich mit Ihnen über unsere Wurzeln nachdenken darf, die Wurzeln unseres Christentums. Jeden Sonntag, wenn Bibeltexte aus dem Alten Testament in der Predigt vorkommen. Merken Sie etwas? Alt. Deshalb lieber Erstes Testament. Bei der Sensibilität der Worte fängt es an.
mitten im Sommer dieses Thema, das ich nur hier angerissen habe, Begegnung Christentum-Judentum. Am Sonntag ist der 10. Sonntag nach Trinitatis, der Israelsonntag. Das ganze Erste Testament erzählt von Männern und Frauen, die um ihren Glauben an den alleinigen Gott ringen. Spannend, und durch das Lesen erfahren wir viel vom Judentum und begegnen ihm. Gutes Entdecken. Schöner wäre es natürlich, den Jüdinnen und Juden heute zu begegnen und mit ihnen auch über ihre Religion zum Beispiel ins Gespräch zu kommen. Wer weiß, vielleicht wohnen sie in ihrer Nachbarschaft. Shalom. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.